So, guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Online-Seminar der T-Systems Multimedia Solutions. Mein Name ist Steffen Wenzel, ich bin der Moderator des heutigen Seminars und ich freue mich, dass Sie zu Gast sind. Worum geht's heute? Brand Experience, strategisch inszenierte Kundenerlebnisse, darüber möchten wir gerne mit Ihnen reden. Dafür haben wir auch zwei Referenten heute zu Gast, die ich Ihnen gleich noch näher vorstellen werde. Doch bevor wir loslegen, wie immer ein kurzer Blick darauf, wie dieses Webinar funktioniert oder dieses Online-Seminar. Nämlich, wir machen das interaktiv, wir haben Umfragen eingebaut, wir möchten, dass Sie sich beteiligen, damit wir auch ein bisschen was über Sie erfahren. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, dass Sie mit uns reden. Leider nicht jetzt wie wir mit Kamera und Ton, sondern Sie können uns Fragen stellen. Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen gleich auf der nächsten Folie. Und im Feedback-Bereich ganz am Ende freuen wir uns über Ihr Feedback, freuen wir uns über Ihre Kritik, aber auch natürlich über Ihr Lob. Und es wäre auch schön, wenn Sie sich dann die Präsentation noch runterladen würden. Die stellen wir Ihnen nämlich da auch zur Verfügung im Download-Bereich. Das alles finden Sie auf der Abschlussfolie und darüber hinaus noch ein White Paper über das Thema Brand Experience, das ein bisschen allgemeiner ist, nochmal einführt auch, aber genau das Thema des heutigen Tages entsprechend beleuchtet. Also viel Material für Sie, viel Angebot und wir hoffen, dass Sie entsprechend zufrieden sind und dementsprechend auch mit uns kommunizieren. Und wie das funktioniert, das hier können wir gleich mal so ein bisschen üben. Unter der Katrin Friedrich sehen Sie Ihre Frage an uns, da können Sie mit uns schreiben. Ich habe nämlich mal eine Frage an Sie. Wir haben jetzt ja so etwas wie den zweiten Lockdown, kann man fast sagen. Manche sagen auch den Mini-Lockdown. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich auch wieder im Homeoffice oder eben nicht. Sind Sie weiterhin, gehen Sie in Ihr Büro oder arbeiten Sie mehr von zu Hause aus? Das würde mich mal interessieren und vielleicht auch so ein bisschen verbunden mit der Frage, ja, was hat sich für Sie verändert? Also schreiben Sie uns mal und dann merken wir, dass das funktioniert und Sie auch und dann kommt vielleicht was bei uns aus an. Also Homeoffice kriegen wir auf jeden Fall schon mal mehr als wer ins Büro geht. Also ich bin jetzt auch nicht mehr im Büro. Derzeit 98% im Homeoffice. Genau, Homeoffice. Also wir sehen, es ist das ist schon das New Normal, die neue Normalität, die sich durchgesetzt hat, dass alle entsprechend auch hoffentlich jetzt dann technisch gut angebunden und auch mit der entsprechenden Software ausgestattet von zu Hause arbeiten können. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Nutzen Sie diesen Chat auch im weiteren Verlauf dieses Online-Seminars, um entsprechend dann den Thomas Schmalenberger und die Katrin Friedrich entsprechend zu löchern. Nämlich Katrin Friedrich ist Head of UX Strategy and Consulting bei der T-Systems Multimedia Solutions und der Thomas Schmalenberger ist ihr Kollege und ist bei der gleichen Company dementsprechend Senior Project Manager. Die beiden sind also hier unsere Design- und Brand Experience-Gurus und die haben uns auch einen Satz mitgebracht, den ich entsprechend Ihnen jetzt noch vorlesen möchte, nämlich Brand Experience ist das verbindende Element zwischen der Marke und ihren Kunden. Überzeugung durch Wiedererkennung, Vertrauen und Emotionen entsteht. Also das ist die Meinung von Katrin und Thomas zu diesem Thema und ich bin gespannt, wie sie uns das näher beibringen bzw. näher bringen wollen jetzt im Folgenden. Denn wir möchten Ihnen erstmal kurz nochmal erklären, also let's talk about Brand Experience. Was ist denn das überhaupt? Warum braucht man das? Ja, warum ist das wichtig? Ich glaube, das ist ja auch noch ein relativ neuer Begriff. So lange im Verhältnis zur Markenbildung gibt es den jetzt noch nicht. Dann haben wir das Thema, wenn Sie das Thema angehen wollen, Brand Experience in drei Schritten für jedes Unternehmen. Was macht man am Anfang? First Steps, Second, Third Step. Dann haben wir das Thema, dass wir auch natürlich mal ein bisschen gucken, manche von Ihnen sind da auch schon dabei, wie sieht denn eigentlich die Kür für die Fortgeschrittenen aus? Und ganz zum Schluss dann noch die Management Summary, Ihre To-Dos, mit welchen Themen müssen Sie sich eigentlich auseinandersetzen für 2021? Was kommt da auf Sie zu? Und dann, wie immer, hoffentlich noch viel Zeit, oder nicht hoffentlich, das kann ich Ihnen versprechen, viel Zeit für Ihre Fragen. Stellen Sie Ihre Fragen, nutzen Sie, wie gesagt, die Chance, mit Katrin und Thomas über das Thema Brand Experience zu reden. So viel jetzt erstmal von mir zur Einführung und damit übergebe ich an die Katrin. Viel Spaß! Ja, guten Morgen.
Ich freue mich auf die nächste Stunde mit Ihnen. Ja, das Thema Brand Experience liegt mir sehr am Herzen und die Grundfrage ist ja erstmal, was zeichnet eine Marke aus? Und meiner Meinung nach, aber auch wie hier in der Studie von Freeman Research, die beste Marke ist eine Marke, die erinnert wird, die ihren Kunden und potenziellen Kunden im Gedächtnis bleibt, mit der die Zielgruppe eine Verbindung aufbaut und Verbindungen sind wenig rationaler Art, sondern ja, sind häufig mit Emotionen verbunden. Das heißt, Ihre Marke löst etwas aus, das resoniert, das verbindet und die Brand Experience, über die wir heute reden, ist ein ganz wichtiger Schritt, um dort eben hinzukommen. Wenn wir über Brand Experience reden, und ich entschuldige mich schon mal, in dieser Domäne kommt vieles aus dem Englischen, ich versuche aber für die Begriffe immer auch deutsche Worte zu finden, reden wir über eine Erfahrung, ein Erlebnis, was gebildet wird durch die Summe aller Interaktionen mit Ihrer Marke. Man sieht es rechts in der Grafik, Ihre Zielgruppe, Ihre potenziellen Kunden kommen an diversen Touchpoints mit der Marke in Verbindung. Das kann sein die Online-Werbung, dass ein Banner gesehen wird. Das ist das Erlebnis, das beim Surfen Ihrer Webseite geschaffen wird. Wie gut eine Landingpage aussieht, nachdem ich ein Newsletter geöffnet habe. Das, was Sie in Social-Media-Kanälen machen, aber natürlich auch der Point of Sale. Das ist ein Kundenberater, ein Verkäufer, der Service Desk, wenn es vielleicht auch ans Reklamationsmanagement geht, bis hin zu den Produkten, die dann geliefert werden, die ausgepackt werden, die eingesetzt werden. An all diesen Punkten interagiert der Kunde mit Ihrer Marke und hat ja, im Bestfall ein positives Gefühl und vor allen Dingen das Gefühl, das ist eine durchgängige Story. Ich habe den Eindruck, das ist in sich stimmig und positiv stimmig. Und ich sage mal, klassisch ist das was vielleicht eher so aus dem Consumer-Bereich kommt. Da ist die Brand Experience schon lange kein Trend mehr, sondern ein Muss. Aber auch im B2B oder auch im Manufacturing, im Public, im Health-Bereich, überall ist das eigentlich. Sollte das der Standard sein? Denn daraus ergibt sich ein starker Wettbewerbsvorteil in der Positionierung. Und was auch nochmal wichtig ist, die Brand Experience ist mehr als die User Experience. Also es ist mehr als nur Design, sondern die Gesamtheit. Gucken wir uns aber im Detail an, was da drin steckt. Der Steffen hatte schon eingeführt, die Markenbildung. Da reden wir erstmal klassisch vom Markenkern. Wofür steht Ihr Unternehmen? Was ist die Marke? Was ist das Markenversprechen? Was sind die, ja, auch die USPs, die Botschaft? Und das Ganze übersetzt in eine Mission, wie man das Ganze, also eine Vision und eine Mission, wie man das am Markt erzählt, welchen Purpose, welche Werte man in den Vordergrund stellt. All das mündet in einer Strategie, in unserem Fall auch stark in einer Kommunikationsstrategie, aber natürlich auch in einer Produktstrategie, in einer Portfoliostrategie. Und diese Kommunikationsstrategie übersetzen wir dann, das ist dann der Dunkelkreis. Auch das kann passieren. Technisches Problem bei der Katrin, die ist gerade kurz rausgeflogen. Thomas, bleibst uns erhalten, zum Glück. Ja, vorhin schon, Deswegen, vorhin noch drüber gelacht, genau. ja, das kann immer mal passieren, aber es passiert natürlich nie, wenn man es probt, sondern es passiert immer dann, wenn man dann entsprechend live ist. Aber ich bin mir sicher, da ist sie schon wieder und dementsprechend geht's ganz normal weiter. Okay, ich lasse mich nicht aus dem Konzept bringen. Wo Nein. seid ihr denn ausgestiegen? Wann war denn der Ton weg? Das ist gar nicht so lange, du warst Genau, kurz du nach hast. dem Markenkern. Okay. Also am Ende haben wir die Übersetzung vom Markenkern über die Vision und die Kommunikationsstrategie in das Corporate Design und die rollen wir dann natürlich auf die einzelnen Touchpoints aus, die ich vorne auch eingeführt habe. In einer Gesamtheit. Story und die IT-Strategie der Produkte, sei es jetzt Web, App, Shop, muss dem natürlich auch gerecht werden. Jetzt haben wir hier schon mal hergeleitet, wie denn oder was Brand Experience bedeutet. Jetzt interessiert mich hier von den Teilnehmern, Sie haben sich ja aus Grund heute hier angemeldet. Wie schätzen Sie den Reifegrad Ihres Unternehmens oder Ihrer Produkte ein? Ist es eher kein Bewusstsein? Sie sind neugierig auf den Begriff, aber es ist noch kein großes Thema bei Ihnen im Unternehmen. Gibt es einzelne Mitarbeiter, die dem schon ja, Aufmerksamkeit widmen, in einem, vielleicht sogar Sie, die heute auch hier in der Digital Hour dabei sind? Sagen Sie, einzelne Projekte sind Vorreiter. Beim letzten Relaunch haben wir das berücksichtigt.
geht sogar so weit, dass sie Abteilungen haben, die das ganzheitlich angehen. Oder es ist vielleicht sogar Teil der Unternehmensstrategie und die Messlatte für alle Produkte liegt sehr hoch. Sie haben viele Quality Gates, Methoden und Tools. Ich sehe schon, es wird gewotet. Ja, genau. Stimmen Sie ab und helfen Sie uns ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Katrin, wahrscheinlich, wir haben uns ja auch vorher darüber unterhalten, landen wir wie immer bei solchen Umfragen in der Mitte und das zeigt sich jetzt so ein bisschen, ne? Also, dass man projektbezogen in einzelnen Projekten schon mal was gemacht haben. Es gibt auch ein paar Leute, die sagen, wir haben noch überhaupt kein Bewusstsein dafür und das findest du wahrscheinlich toll, dass die dann heute auch hier in diesem Online-Seminar sind, um so ein Bewusstsein auch zu bekommen. Wie ist deine Erfahrung, wenn ihr jetzt mit dem Kunden anfangt, wo befinden die sich meistens? Ganz am Anfang oder sind da meistens schon auch welche in der Mitte? Wir sind ja relativ breit aufgestellt vom Portfolio und auch von den Branchen und Kunden und alles, was im Consumer-Bereich ist, ich sag mal, Kollegen, die Fashion, E-Commerce und Fashion-Bereich machen oder Electronic Consumer Goods, die haben da schon eine sehr hohe, einen sehr hohen Reifegrad. Wo es deutlich angezogen hat, ist das ganze B2B und Manufacturing-Business, die sich ihrer Marke und der Brand Experience deutlich bewusster werden und ja, auch sowas im Public-Bereich, wo man sagt, da geht es zwar nicht um Umsätze, aber trotzdem hat man irgendeine Art von Kommunikation und Marke, die man nach außen trägt, auch dort zieht es immer weiter an. Und wir haben sogar schon hier Managed Experience, ne, abteilungsübergreifend, zentral gesteuert. Da sind wir dann schon quasi ein bisschen, kommen wir schon langsam in das Expertentum rein, den fortgeschrittenen Bereich, oder? Ich freue mich auf den Austausch mit allen, aber gerade auch hier, wenn wir später in die Diskussion gehen Richtung Managed Experience, gerne nachher auch aktiv werden im Chat, dass wir hier nochmal tiefer reingucken, was für Sie funktioniert und wo Sie an der Stelle trotzdem Herausforderungen sehen. Super. Super. Dann machen wir mal weiter. Sehr schön. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Brand Experience bedeutet. Jetzt gucken wir uns doch mal die drei Schritte an, wie die Kollegen oder die Teilnehmer, die jetzt gewotet haben, bei uns ist das noch nicht so verankert, wie nähern wir uns dem? Das Allerwichtigste ist, wir haben jetzt immer die Brand, also Sie als Unternehmen, in den Mittelpunkt gestellt. Verbal ist aber mal der Perspektivwechsel in die Kundenzentrierung. Wer sind Ihre Kunden? Wer ist die Zielgruppe, die man anspricht? Und mit welchen Botschaften, mit welchen USPs möchten Sie die Kunden erreichen? Das ist die erste Hausaufgabe, die Sie machen sollen, das herauszuarbeiten in Workshops mit Ihrer Markenagentur, gerne auch mit uns. Aber das sollte ja bekannt und im Unternehmen abgestimmt sein. Das Zweite ist zu wissen, wen sprechen wir denn an? Eine typische Methode dort sind Personas, also eine prototypische Abbildung der Zielgruppe jenseits von abstrakten CRM-Daten, dass man wirklich sagt, das ist eine Frau in dem Alter mit dem Haushaltseinkommen, mit den Zielen, mit den Medien, um eben genau das herauszuarbeiten und auch die Customer Journey nochmal wirklich auf Papier zu bringen. Wie ist die aktuelle Customer Journey von aufmerksam werden auf ihre Marke bis hin in den After Sales oder in den Service und was läuft da gut, aber auch wo wollen wir in den nächsten 5 Jahren stehen. Diese Journey sollte bekannt sein, so dass man dann die Grundlage hat loszulegen und ich sage ganz bewusst loslegen, das ist keine Ad-Hoc-Maßnahme, die Sie im Q1 2021 einmal machen und das dann 5 Jahre in die Schublade legen, sondern kontinuierlich reflektieren, wie verändert sich die Zielgruppe, wie verändern sich die Medien, die Bedürfnisse, um das immer wieder zu reflektieren, ob die Art, wie Sie Ihre USPs kommunizieren, immer noch das erreicht, wie Sie sich auch positionieren möchten. Genau. Hausaufgaben ist ein schönes Stichwort. Wir haben ein Kundenbeispiel mitgebracht. Thomas, erzähl mal was von deinem Projekt. Genau, also ich bin Projektleiter in der T-Systems MMS und betreue den Kunden Siemens Betriebskrankenkasse. Und das ist unserer Meinung nach ein Kunde, der seine Hausaufgaben sehr, sehr gut gemacht hat. Die Siemens Betriebskrankenkasse, wie der Name sagt, das ist eine gesetzliche Krankenversicherung. Die betreuen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und die haben so ein bisschen das Problem, dass der Markt der gesetzlichen Krankenversicherungen recht umkämpft ist. Ne? Aktuell gibt es so ungefähr 100 gesetzliche Krankenversicherungen. Vor 20 Jahren waren das noch deutlich mehr, da gab es noch 500. Und das Problem ist, es gibt wenig Abgrenzungspotenzial. Also das Leistungsportfolio der verschiedenen Kassen, es ist relativ identisch. Es lässt sich schwer über den Beitrag argumentieren, weil die Beiträge relativ stabil sind.
Und die Leistungsvermarktung ist schwierig. Also keiner will sich mit einem Extremszenario auseinandersetzen und sich Gedanken machen, wer jetzt im Worst Case die Kosten für eine schlimme Behandlung trägt. Das lässt sich alles schlecht vermarkten. Also müssen die Krankenkassen sich Gedanken machen, wo sie ihren USP finden. Und die SPK hat sich auf die persönliche Kundenberatung fokussiert. Persönliche Kundenberatung wird bei der SPK aber nicht nur als Schlagwort benutzt, sondern ist im Grunde auf alle Unternehmensbereiche und Touchpoints in der Kundenkommunikation ausgerichtet. Also immer dann, wenn ein Versicherter oder auch ein Interessent mit der SPK in Kontakt tritt, dann wird versucht, einen 1:1 Bezug herzustellen. Was ich jetzt hier mitgebracht habe, ist mal so ein Screen aus unserer Konzeption. Da sieht man mal, wie so bei uns so Templates vertestet werden. Wir testen sehr, sehr viel mit Versicherten. Und alle Bilder, die Sie jetzt sehen, das sind alles echte Menschen. Entweder echte Versicherte, echte SPK-Mitarbeiter, echte Kundenberater. Das sind alles, spielt alles auf eine Authentizität ab. Es werden keine Stockbilder verwendet. Und das ist natürlich eine super Chance für die Kommunikation in den verschiedenen Touchpoints. Du hast gerade eben noch die Personas angesprochen. Auch das ist ein interessanter Punkt bei der SPK. Die SPK hatte früher ihre Zielgruppendefinition immer unterteilt in Interessenten und Versicherte. Wir haben dann nicht mit uns selbst, aber die SPK hat dann einen Weg beschritten und hat das aufgegliedert, diese Zielgruppen, und entwickelt die auch fortlaufend weiter. Und das findet sich eben zum Beispiel auch in den Personas wieder. Da wollte ich jetzt hin. Die Personas, die entwickeln sich weiter. Wenn zusätzliche Zielgruppen identifiziert werden, dann werden auch zusätzlich Personas erstellt. Und das Interessante dabei ist dann, wenn man sich jetzt hier anschaut, die persönliche Kundenberatung, das ist natürlich eine interessante Herausforderung für die Kommunikation, habe ich schon gesagt. Also jedes Mailing, jedes Anschreiben hat immer den Personenbezug. Das heißt, Sie müssen zum Beispiel den Newsletter ganz anders aufsetzen, als Sie das bei anderen Kassen können, wo Sie eben nicht den persönlichen Kundenberater im Fokus stehen haben, sondern er muss halt immer sichtbar sein. Also das ist den Screen, den Sie jetzt sehen. Das ist jetzt mal so ein Ausschnitt aus unserer Online-Geschäftsstelle, und da ist halt immer der persönliche Kundenberater sichtbar. Das heißt, Sie können jetzt nicht einfach einen Online-Chat zur Verfügung stellen, wie das andere können, weil Sie erstmal lösen müssen, wie Sie das schaffen, dass der Kunde tatsächlich mit seinem spezifischen persönlichen Kundenberater kommunizieren kann. Das ist eine große Herausforderung für die Digitalkanäle, aber das ist das, warum wir das Kundenbeispiel mitgebracht haben. Ein schönes Beispiel dafür, wie man seine Hausaufgaben gut machen kann. Genau, und Steffen, da haben wir, glaube ich, auch eine Frage zu den Herausforderungen. Genau, also du hast ja jetzt schon quasi eine Best Practice auch gezeigt, aber es gibt natürlich auch immer Herausforderungen. Nämlich, was sind für Sie die größten Herausforderungen für Ihren ersten Schritt in Richtung Brand Experience, also einfach zu Beginn, ne? Also fehlendes Know-how, fehlende Sichtbarkeit für das Thema, unklare Verantwortung im Unternehmen, Brand, Marketing, Fachbereiche oder IT, ne? Also welche Abteilung macht was? Budgetverantwortung ist ungeklärt. Es gibt eigentlich für uns gar keine Herausforderung. Wir haben schon ja angefangen, ne? Da hatten wir ja auch schon ein paar dabei, die das gesagt haben. Oder Sie haben noch ganz andere Herausforderungen, die wir jetzt gar nicht hier so gesehen haben, oder im Blick hatten. Die können Sie uns auch gerne im Chat mitteilen. Bitte schreiben Sie uns, und dann werden wir das auf jeden Fall dann auch nochmal hier mit aufnehmen. Ja, und natürlich ist auch eine Mehrfachantwort möglich. Es kann ja auch sein, dass Sie mehrere Herausforderungen haben, um diesen ersten Schritt zu tun, beziehungsweise auch zu wagen. Kann man Genau, meistens, sagen, Steffen, entschuldige, ja. wenn ich da gleich reinfahre, meistens ist das ja auch eine Kombination. Also das kennen wir aus unseren Kundenbeispielen, dass zum einen die Verantwortung ungeklärt ist. Also wer hat jetzt eigentlich den fachlichen Hut auf? Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Budgetsituation in anderen Abteilungen verortet ist, dann ist der Super-GAU eigentlich vorprogrammiert. Die einen denken, sie sind fachlich verantwortlich, die anderen budgetär. So sieht's aus. Hier kriegen wir jetzt ein paar Kommentare. Vielen Dank dafür. Ein Teilnehmer oder beziehungsweise eine Teilnehmerin schreibt, den Einstieg zu schaffen und die Teams dazu bewegen, dass sie erkennen, dass es andere Wege gibt und nicht nur den gewohnten Trott, der auch manchmal aus Zeitgründen lieber gewählt wird. Also ein bisschen dieses, ja, raus aus dem Trott, was Neues ausprobieren, ins Risiko auch ein bisschen zu gehen, die ganze Marke zu überdenken. Und dann ein zweiter Kommentar ist, Verständnis, Kommunikation und User Experience muss jeweils in anderen Bereichen klar gemacht werden. Also, oder den anderen Bereichen wahrscheinlich klar gemacht werden. Also die Kommunikation zwischen den Abteilungen sicherlich auch, und dann das gegenseitige Mitnehmen. Ich glaube, das habt ihr auch schon das ein oder andere Mal erfahren.
Ja, also Also ich habe tatsächlich in diversen Kundensituationen am Anfang erstmal auch so eine Mehrwertargumentation aufgezogen, auch KPIs oder Studien, um einfach klarzumachen, da geht es jetzt nicht darum, klickibunti zu machen oder einfach, das ist nicht Geschmackssache, sondern das ist wirklich wertstiftend für die Positionierung, für die Reichweite. Und man muss ein bisschen rausfinden, wen man eher über die weichen Werte oder über finanzielle Argumente kriegt, aber kennen wir. Ja, man muss manchmal das genau. Management auch erst abholen. Genau. Als Vielleicht. Cliffhanger vielleicht dann der Hinweis auf unsere letzte Folie, die wir nachher im Theorieteil dabei haben. Da gibt es ja die finanzielle Debatte und Diskussion, wie man das verargumentieren kann aus finanzieller Sicht. Genau, genau, KPIs Risikomanagement. sind ein Punkt. Gibt's, genau, also wir kriegen noch ein paar Tipps einfach, wie man da am besten wollen wir jetzt auch nicht vorausgreifen, sondern wir kriegen noch von euch wirklich richtige Tipps, was man da am besten machen kann und wie man es am besten macht. Im Laufe des Online-Seminars, deswegen bleiben Sie dran und wir machen jetzt weiter mit der Katrin, glaube ich. Genau. Nachdem wir jetzt herausgearbeitet haben, was denn die USPs sind und wie die Marke denn kommunizieren möchte, ist es wichtig, dass die sogenannten Brand Essentials, also auch das visuelle Herzstück ihrer Marke, einmal sauber definiert und dokumentiert ist. Manchmal stellen wir auch fest, dass Kunden von der Positionierung und von den USPs her sehr weit sind, aber das Corporate Design noch 10 oder 15 Jahre alt ist und dem einfach nicht gerecht wird, sodass manchmal auch ein Rebrush, eine dezente Überarbeitung des Logos, eine Modernisierung der Schrift oder vor allen Dingen auch eine Optimierung des Erscheinungsbilds für die digitalen Kanäle nötig ist. Wenn Sie das machen, diese zentralen Guidelines aufzubereiten, entsteht da klassischerweise ein Brandbook oder ein Corporate Design Style Guide. Das ist auch so das Erste, was meine Teams anfordern, wenn wir hier ein gemeinsames Projekt starten. Also das sollten Sie mindestens haben. So ein bisschen die alte Welt ist, dass dann ein PDF aus der Schublade gezogen wird, was hoffentlich aktuell ist und nicht mit so vielen Kommentaren wie diese Schriftdefinition gilt aber nicht mehr und die Bildwelt sieht mittlerweile auch anders aus. Also das muss zentral dokumentiert sein, aber auch bitte stets aktuell gehalten werden. Wie das heutzutage ganz gut funktionieren kann, zeige ich später noch, welche Tools man dafür nutzen kann. Und wichtig ist, die Brand Essentials sind das Herzstück der Marke. Das sollte auf die verschiedensten Kanäle ausrollbar sein. Also es sollte sich sowohl in ihrem Printdesign als auch in ihrem Online-Design, aber auch in der Produktverpackung bis hin zum Point of Sale wiederfinden, genau, also medienübergreifend nutzbar. Für den Online-Kanal heißt das dann, das Ganze einmal zu interpretieren, also zu übersetzen. Was heißt denn jetzt die Farbwelt, die Tonalität wirklich für ein Interface-Design? Hier mal ein paar typische Beispiele, Button, Formularelemente, ein klassischer Website-Header, also das einmal wirklich durchzudeklinieren und dann ja ausrollen und pflegen und dranbleiben, weil auch hier bleibt die Welt nicht stehen und je größer Ihre digitale Welt wird, desto mehr Elemente brauchen Sie dort auch, die stimmig zusammen spielen. Genau, Thomas, erzähl doch mal, was habt ihr hier an dem Beispiel noch gemacht? Bin noch stumm gewesen. Genau, wir haben auf den beiden Screens, die Sie gerade eben gesehen haben, ein Kundenbeispiel mitgebracht. Das ist die KZVB. Das ist deswegen interessant und wir haben es deswegen mitgebracht, weil die KZVB, Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns, eigentlich gar nicht den klassischen Druck hat, den man jetzt so sehen würde, um sich mit der Marke auseinanderzusetzen. Also Kassenzahnärztliche Vereinigung, das ist ein Selbstverwaltungsorgan der bayerischen Zahnärzte. Und die sind im Grunde, nicht nur im Grunde, sondern die sind Monopolist. Es gibt keine andere kassenzahnärztliche Vereinigung in Bayern außer die KZVB. Und alle Zahnärzte sind Mitglied in dieser Vereinigung und wickeln ihre Abrechnungen mit den Krankenkassen über die KZVB ab. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, ist eigentlich wurscht, wie das aussieht und funktioniert. Wir müssen es ja eh benutzen. Nichtsdestotrotz haben die sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Vor allem der Webauftritt war stark veraltet. Und wir haben dann eigentlich einen technischen Relaunch im vergangenen Jahr mit denen begonnen, mit den Kollegen der KZVB. Und im Zuge des technischen Relaunchs wurde klar, dass man das Erscheinungsbild recht grundlegend verändern muss, weil das Markenbild war einfach sehr stark veraltet und auch nur rudimentär dokumentiert. Es gab ein Logo, es gab zwei, drei Farbwerte, aber ansonsten eigentlich nichts. Und das haben wir transformiert
und überführt. Und der Dreh- und Angelpunkt war eben vor allem, dass die KZVB so ein bisschen so einen Abgrenzungsdruck hatte. Also man konnte sich nicht so richtig abgrenzen von den anderen Verwaltungsorganen. Es gibt neben der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns zum Beispiel auch die Bayerische Landeszahnärztekammer. Es gibt dann Bundesvereinigungen, die wiederum andere Aufgaben übernehmen. Und es war zunehmend schwierig, diese Institutionen voneinander abzugrenzen. Und dafür ist die Überarbeitung des Markenbilds zentral gewesen. Dazu gibt es dann noch so Herausforderungen, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal dazu, dass die so ein diverses Toolset hatten und die sich im Verlauf der Jahre halt sehr stark voneinander entfernt haben. Genau, wie gesagt, interessantes Kundenbeispiel, weil das mal eine ganz andere Perspektive auf das Thema und die Notwendigkeit bietet. Ein weiteres Beispiel, wir haben jetzt gerade eben über die drei Grundschritte quasi gesprochen, die jedes Unternehmen absolvieren müsste. Unserer Meinung nach ein weiteres Beispiel, was ich mitbringe, sind die Stadtwerke Rostock. Wie der Name schon sagt, ein regionaler Energiedienstleister aus dem Norden Deutschlands. Die betreuen wir schon seit sehr vielen Jahren technologisch. Und vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, 3 Jahre ist es, glaube ich, her, musste ein technologischer Relaunch der Gesamtplattform stattfinden. Und ähnlich wie bei der KZVB sind wir mit dem Kunden in so Workshop-Szenarien gegangen, wie man das hier auch sieht, haben uns über verschiedene Grundanforderungen unterhalten und es wurde relativ schnell klar, dass es Bedarf in Bezug auf die Überarbeitung des Markenbildes gab, weil die Stadtwerke Rostock einen großen Druck aus der Richtung von Digitalanbietern verspürt hat, digitale Marken und bundesweite Energieanbieter, die einfach ein anderes Kostenbild zum Beispiel haben. Das heißt, es musste die Marke transformiert werden, um den USP der Regionalität besser herauszuarbeiten. Wir haben dann eine sehr umfangreiche Wettbewerbsanalyse gemacht, also wie stehen andere Wettbewerber so am Markt. Wir haben die Zielgruppen analysiert, auch da waren die Zielgruppen vorher recht rudimentär dokumentiert. Da gab es jetzt auch eher so Kunden und Nichtkunden als Zielgruppe. Das sind unserer Meinung nach keine Zielgruppen, sondern Zielgruppen müssen diverser sein, die müssen sich stärker auf sozioökonomische Bestandteile runterbrechen lassen. Und auf Basis dieser wurden dann auch hier neue Personas erstellt, eine neue Digitalstrategie und das Ganze mündete dann in einer Komplettüberarbeitung der Grundlagen der Marken. Also es wurde das komplette Markenversprechen, die Markendefinitionen überarbeitet und an den Ergebnissen der Konzeption ausgerichtet. Das digitale Design wurde vollständig neu erfunden und zentral dokumentiert. Hier sehen Sie mal so ein Gimmick, was wir nach Projektabschluss dem Projektteam zur Verfügung gestellt haben, weil es gab so eine Diskussion, ob man das jetzt in einem Tool dokumentieren sollte oder ob das nicht ausreicht, wenn man das einfach in eine PDF packt und das soll jetzt visualisieren, dass das jetzt wenig bringt, dass man die Komponenten in Papierform dokumentiert. Kommen wir auch nachher nochmal dazu. Wir haben uns mit den User Journeys auseinandergesetzt, diese vollständig neu ausgerichtet, die Prozesse und Use Cases überarbeitet und an den Bedarf der Kunden angepasst. Und das Ergebnis ist dann eben ein visuell völlig neu ausgerichtetes Portal, eben ausgerichtet an den verschiedenen Zielgruppen. Wie gesagt, da gibt es Privatkunden, Geschäftskunden, aber eben auch ganz andere Stakeholder, an die wir jetzt gar nicht so denken, auf die ich jetzt auch nicht im Detail eingehe. Genau, hier sehen Sie mal so einen Eindruck von den spezifischen Use Cases, einen großen Self-Service-Anspruch, um auch die Prozesse im Haus der Stadtwerke Rostock zu optimieren. Und warum bringen wir das Beispiel mit? Relaunch-Beispiele, gute Relaunch-Beispiele gibt es viele. Bei der Stadtwerke Rostock ist das Interessante, dass wir eben die komplette Marke transformiert haben. Also die gesamte Marke Stadtwerke Rostock erstrahlt auch außerhalb der Digitalkanäle in neuem Glanz. Nordisch klar, das ist so der Leitspruch, nordisch klar, menschlich nah. Und da wurde eben, wie gesagt, die komplette Botschaft und das visuelle Erscheinungsbild überarbeitet. Früher, vor so ein paar Jahren, hätte man jetzt gesagt, gut, okay, Haken dran, fertig, Projekt zu Ende, danke, bis in 4 Jahren, dann machen wir den nächsten Relaunch. Das können wir so nicht unterstützen. Wir empfehlen heutzutage schon seit einigen Jahren die Evolution statt der Revolution. Das heißt, dieses Markenbild und auch die technologischen und alle Offline-Assets, die da daraus purzeln, evolutionär weiterzuentwickeln und zu pflegen, pflegen und zu pflegen. Und Katrin, da würde ich jetzt an dich übergeben, weil du hast Sehr nicht gern. nur das Methodenset, sondern auch ein Tool dabei. Genau. Also wenn wir nochmal rekapitulieren, im ersten Schritt haben Sie die Marke deutlich herausgearbeitet und das Corporate Design so modern aufgesetzt, dass es über die verschiedenen Touchpoints ausrollbar ist. Im zweiten Schritt haben Sie genau das einmal gemacht. Sie haben es ganzheitlich ausgerollt, wie wir es im letzten Relaunch-Beispiel gezeigt haben. Und jetzt wollen Sie das aktuell halten und so flexibel
flexibel und effizient mit ihren Teams, mit ihren verschiedenen Agenturen und Dienstleistern arbeiten, dass das, wenn jetzt der nächste digitale Kanal oder weitere Printmaterialien dazu kommen, dass das schnell funktioniert. Dafür ist es wichtig, dass sie durchgängige Prinzipien haben. Das fängt an bei, dass beispielsweise eine Prämisse ist, wir wollen eine Single Source of Truth. Wir wollen nicht, dass das Logo als Vektor auf dem internen Dateisystem liegt, die Schriften liegen irgendwo in dem SharePoint und die Vorlagen liegen irgendwo in dem PDF oder in der PowerPoint. Man weiß immer gar nicht, wo man es wirklich suchen soll. Das heißt, dass die Brand Essentials und auch das Designsystem haben sie irgendwo in einem, ja, besser in einem Online-Portal zentral vorgehalten, dass alle darauf zugreifen können. Und für den digitalen Kanal, wir sehen es hier rechts in dem Screenshot, haben sie ja eine Pattern-Library, ein Designsystem. Also, dass man nicht sagt, wir haben jetzt wie vorhin in dem Relaunch einmal die kompletten Website-Module neu gemacht und dann sind die dort nur in der Webseite, aber ihre Redakteure, die jetzt eine Landingpage machen wollen oder sie bauen eine Newsletter und brauchen einen Button, der genau so aussieht, die fangen wieder von vorne an, einen Button zu designen, der dann so ähnlich aussieht. Also machen Sie es für alle nachnutzbar, modular, dokumentiert und schaffen Sie einen Prozess, dass von Anfang an vom Briefing der Konzepte über die Designer zu den Frontend-Entwicklern bis hin in die Backend-Integration ein durchgängiger Workflow existiert und nicht irgendwo losgelöste JPEGs nur an Jira-Tickets hängen, aber niemand mehr weiß, dass die Komponente, die im Backend dann verbaut wird, im schlimmsten Fall sogar einen anderen Namen hat wie in der Designphase. Was wir dafür nutzen, sind Brandportale und Designsysteme. Ein Beispiel, Kundenbeispiel von mir, Cutfam, ist ein Mittelstandskunde, die an uns vor, ich glaube jetzt auch schon 2 Jahren herangetreten sind, deren Customer Journey, deren Digitallandschaft zu optimieren. Wir haben den Relaunch gemacht von oder die Zusammenführung von 5 verschiedenen Content Management ja, Seiten, Systemen mit eher Marketing- und informativem Charakter, haben den Webshop dazu gebaut, haben das komplette Corporate Design überarbeitet und da war sehr schnell klar, da kommen um die 60, 70, 80 Interface-Elemente zusammen. Wir haben die komplette Shop-Oberfläche und dafür muss es ein Style Guide geben. Die komplette Bildwelt wurde überarbeitet, angeglichen dann auch die Printwelt und das muss gerade weil der Kunde international tätig ist, auch für die Landesgesellschaften als neues Corporate Design verfügbar sein. Dazu haben wir eine Plattform geschaffen, wo ich jetzt ein paar Beispiele zeigen möchte, die dann auch das bisherige Brandbook, was ein PDF war, komplett ersetzt hat. Das Brandportal ist online verfügbar. Es hängt ein schlankes Asset Management dahinter, das heißt gerade so Vorlagen wie das Logo in der neuesten Version, Icons, Iconfont, die Bildwelt ist darüber für alle Redakteure und Marketeers zugänglich und uns ist hier auch extrem wichtig, dieses Brandportal soll inspirieren, aber auch Leitplanken mitgeben. Das heißt, Do's und Don'ts, wie die Assets zu verwenden sind, sind extrem wichtig, damit auch keine Fehler passieren und hinten raus wirklich ein einheitliches Bild für die Zielgruppe, für den Kunden erzielt wird. Wir haben dort ein Brandportal für alle Touchpoints, also auch InDesign-Vorlagen, Newsletter-Header, Social-Media-Bilder, Kommunikation. All das ist hier verfügbar, auch mit Hinweisen, wie beispielsweise Texten fürs Web oder Texten fürs Print funktioniert, um das eben auch kontinuierlich weiterzuentwickeln. Content habe ich schon angesprochen, also Sie müssen am Markt auch mit einer einheitlichen Stimme sprechen, das heißt, wie technisch oder wie werblich schreiben wir, wie kürzen wir ab, wie vermarkten wir unsere USPs, das formulieren wir für unsere Kunden in einem Content Guide, auch dort gibt es wieder Best Practices für die unterschiedlichen Kanäle, sodass wir dann auch unsere Kunden zur Selbsthilfe quasi enablen und dass man nicht immer von uns einen Texter quasi buchen muss, sondern dass dann auch in-house die Kollegen aufgeschlaut werden. Im digitalen Kanal ganz wichtig, wir haben vorhin schon diese Designsysteme gesehen, ein durchgängiger Prozess, das heißt, es endet nicht im Kreationstool, dass in dem Sketch, UX-Pin, Adobe XD einfach nur Entwürfe für die Komponenten abgespeichert und dem Umsetzungsteam zur Verfügung gestellt werden. Wir spezifizieren das in einem Living Style Guide. Dort findet man also alle Module, also wie zusammen mit den Brand Essentials und den Printvorlagen, das komplette Online-UI-Framework mit Vorlagen, mit Design-Spezifikationen, mit SEO, mit Barrierefreiheit.
jetzt hinweisen. Und ganz wichtig, was man unten sieht, auch die Übersetzung in wirklich HTML und CSS. Das heißt, diese Doppelentwicklung, wie man es bei vielen Marken hat, wenn sie diverse Touchpoints haben, vielleicht auch mit mehreren Agenturen arbeiten. Ich glaube, sie haben redundant Geld ausgegeben, denselben Header und denselben Button entwickeln zu lassen. Und wenn sie jetzt einen Relaunch machen, wollen sie das Geld nicht dreimal ausgeben. Sie wollen einmal den Button modernisieren lassen und dann den Code in verschiedenen Zielsystemen einsetzen. Und dafür braucht es eine Pipeline, dafür braucht es Methoden, wo wir uns nachher gerne noch im Detail austauschen können. Aber mit ja, Designsystem und Living Style Guide haben Sie jetzt schon mal zwei Stichworte, die Sie gerne im Nachgang vertiefen können. Jetzt habe ich sehr viel darüber gesprochen, wie wichtig Designsysteme sind anhand der Customer Journey, um das einheitlich zu halten. Jetzt würde mich interessieren, was ist so Ihre Herausforderung fürs nächste Jahr? Erstmal die Online- und die Offline-Welt in einem Guss, mit einer Stimme, mit einer Experience aufzusetzen. Haben Sie vielleicht Content-Portale, Marketing-Portale und einen Shop und wollen die beiden Systeme näher zusammenführen in der User Journey und in der Experience? Sagen Sie, wir haben einen Shop, aber der After-Sales, der Kundenservice, der Help, das Reklamationsmanagement, das sind zwei Welten. Oft sind die Service-Portale nicht so hochwertig aufgesetzt wie die Commerce-Projekte. Geht es bei Ihnen eher um Mobile? Planen Sie eine PWA, also eine Progressive Web App? Haben Sie native Apps und müssen die vielleicht auch an ein neues Corporate Design angleichen? Oder sagen Sie, alter Hut, wir haben das alles schon und wir fragen uns gerade, wie klingt denn meine Marke in einem Voice-Interface, also beispielsweise in Alexa-Skill? Wie spricht denn meine Marke? Also, wie witzig sind wir oder wie? VR, AR, auch das spannend. Hat von Ihnen schon mal jemand einen Style Guide für eine Virtual Reality Umgebung aufgesetzt? Würde mich sehr interessieren, wenn da nachher jemand mit mir in die Diskussion geht. Ein Chatbot beispielsweise, auch hier Machine Learning. Wie antwortet denn der Chatbot und passt das zu meiner Marke? Wie kann ich das kontrollieren? Ist so ein Trendthema. Und wenn es noch mehr gibt, nutzen Sie den Chat. Was sind Ihre Herausforderungen fürs nächste Jahr? Genau, und das sind natürlich viele Themen, die wir sicherlich, ich würde mal sagen, traditionelle Touchpoints, ne, die wir schon aus der Erfahrung im Bereich Markenbildung, Markenentwicklung kennen, oder beziehungsweise natürlich dann auch mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Und es sind natürlich neue Punkte auch, die man vielleicht so traditionell als Chatbots hätte ich jetzt zum Beispiel, ist für mich sehr überraschend, aber finde ich trotzdem natürlich logisch, die dann dazukommen. Katrin, könntest du sagen, was sind so die zwei wichtigsten aus deiner Perspektive? Wir gucken mal gerade so ein bisschen rein, welche Touchpoints hier oder welche begegnen dir am meisten. Wir haben ja Omnichannel, klar, das ist der Klassiker, glaube ich, der Standard, der hier sehr stark vertreten ist, und Commerce and Service. Verbindung von Shop und After Sales, Kunden Self Service Portalen und Kunden Apps. Ich bin Wie sieht das bei dir tatsächlich, aus? ich bin ein bisschen überrascht. Also was bei uns viel lief im letzten Jahr ist Content und Commerce, also CMS und Shop zusammenzuführen. Jetzt müsste man mal gucken, ob vielleicht die Teilnehmer heute einfach aus anderen Branchen sind oder einfach sagen, das haben wir alles schon geschafft. Also das überrascht mich gerade. Würde mich gerne nachher im Dialog noch interessieren. Aber ich sag mal, dieser komplette Prozess von der Awareness bis hin in den Self-Service, das ist schon so die klassische Journey, die wir 2021, spätestens 2022 einheitlich gestaltet haben sollen. Ich glaube, bei den anderen Sachen ist der Kunde noch ein bisschen gnädiger, aber so die oberen vier Auswahlmöglichkeiten, das sollten wir hier alle als Agentur, aber auch als Marke hinkriegen. Gerade Thomas, die bitte. Sachen, Voice Interface und Virtual Reality, das sind ja auch Themen, die jetzt viele Marken oder viele Firmen gar nicht tangieren. Also es gibt jetzt nicht in jedem Business eine Notwendigkeit für einen Alexa-Skill, meiner Meinung nach. Deswegen müssen sich da viele wahrscheinlich auch noch keine Gedanken drüber machen. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, wenn Sie jetzt Content neu aufbereiten und den suchmaschinenfreundlich und barrierefrei machen, das heißt sinnvoll ausgezeichnet, kurze Texte etc., dann tun Sie auch schon was, damit Ihre Seite auch von dem Sprachassistenten mal gut Klar. zusammengefasst werden kann. Also das ist alles miteinander verwoben. Wenn man sich auf den Weg macht, hat man da schon mal die Basis. Also ich kann Ihnen auch noch mal Folgendes empfehlen.
empfehlen, weil wenn Sie mal quasi nochmal ein Marketing-Seminar geben wollen, besuchen wollen, wo es um Markenentwicklung und Touchpoint-Strategie geht, schauen Sie sich diese Antwortliste an, weil die finde ich wirklich sehr umfassend und sehr in die Zukunft gedacht und dementsprechend sind da Sachen dabei, die man nicht sofort auf dem Trichter hat und das finde ich schon mal toll und vielen, vielen Dank dafür und jetzt kommen wir langsam in den Schlussteil. Genau. Den Abschluss des Theorieteils bildet jetzt so eine kleine Management-Summary. Wir machen erst nochmal einen kleinen Recap, fassen auf einer Folie zusammen, was wir jetzt so in den zurückliegenden Folien gesehen haben. Und dann gibt es nochmal das Thema Argumentationslinie, wenn man das Ganze jetzt im Haus kommunizieren muss. Ich mache die To-Dos, also den Recap dessen, was wir jetzt besprochen haben, ganz klar. Ich gehe jetzt von oben links nach unten rechts durch die Themen. Ganz klar, das erste, User Centricity, Design Excellence, das muss im Unternehmen verankert sein. Das muss Mindset sein, das agile Mindset. Das wäre nicht schlecht, wenn das verinnerlicht ist. Das heißt, das iterative Vorgehen mit einer starken Nutzerzentrierung. Wenn das fehlt, dann wird das schwer, das, was wir jetzt so in den Folien dargestellt haben, ganzheitlich durchzuziehen. Das zweite, das Thema Markenversprechen. Das Markenversprechen muss in irgendeiner Form oder sollte in irgendeiner Form adaptiv dokumentiert sein. Das macht alles andere deutlich einfacher. Wenn wir adaptive Assets in einem zentral dokumentierten Tool vorfinden, dann wird es einfacher, entsprechend auf die Touchpoints das Ganze auszurollen. Wenn Sie dazu ein Methoden- und Toolset haben, Qualitätsmaßstäbe für Ihre Projekte, in denen das Thema Design, User Experience, Brand Experience eine zentrale Rolle spielt, dann haben wir zumindest schon mal die Basis für einen hohen Qualitätsanspruch geschaffen. Wichtig ist das auch für die Verzahnung der Bereiche. Also die Trennung der Verantwortlichkeit in verschiedenen Bereichen ist natürlich für einen Qualitätsanspruch schwierig, wenn man nicht zentral entscheiden kann. Genau, und jetzt gehen wir in die zweite Zeile. Wichtig ist, dass wir das Ganze testen, messen, beobachten. Wichtiges Thema, was wir allen unseren Kunden immer wieder ans Herz legen. Die Kunden beobachten, wie sie mit den Touchpoints umgehen. Nicht nur, wenn das Thema fertig entwickelt ist, der Webauftritt, sondern schon die ersten Prototypen, die ersten iterativ erstellten Wireframes, schon mit Kunden diskutieren. Vorteil, wenn sie ihre Assets adaptiv dokumentiert haben, dann können sie ihre ersten Prototypen, ihre ersten Wireframes, Use Cases schon in einer Designanmutung auch entwerfen, relativ zügig, relativ günstig, ohne in einem klassischen Projekt da schon groß Geld ausgeben zu müssen. Und dann der mittlere Punkt in der zweiten Zeile, habe ich vorhin schon angesprochen, wir würden Ihnen ganz dringend ans Herz legen, evolutionär vorzugehen. Das heißt nicht alle 3 Jahre mal so ein Thema auf die Agenda zu nehmen, sondern fortlaufend Ihre Assets, Ihre Definitionen, Ihre Markengrundlage zu hinterfragen, fortlaufend mit den Kunden im Gespräch zu sein oder mit den Nutzern. Nicht jedes Unternehmen hat Kunden. Genau, und dann der letzte Punkt, dass dann der institutionelle Rollout, da hat die Katrin vorhin drüber gesprochen, wenn Sie jetzt große Multimandantenportale haben oder diverse Touchpoints, dann ist natürlich der letzte Schritt, Ihre zentral definierten Assets auf diese Touchpoints auszurollen. Und davon profitieren dann alle, sowohl aus Qualitätsperspektive als auch aus Kostenperspektive. Und mit dem Punkt würde ich dann Katrin an dich übergeben, weil du auf der letzten Folie unseres theoretischen Teils die Argumentation aus finanzieller Genau. Perspektive dabei hast. Das klingt jetzt erstmal so nach, Sie müssen ganz viel machen. Und wenn Sie noch nicht angefangen haben, vielleicht auch, da habe ich noch gar kein Budget für allokiert. Wir unterstützen gerne mit so Use Case Berechnung oder Return of Invest Bewertung. Ich habe ein paar Studien mitgebracht. Also es ist eingängig belegt, dass es immer teurer ist, einen neuen Kunden zu gewinnen, als Bestandskunden zu behalten. Und die Studien haben gezeigt, dass Kunden eine höhere Markenbindung, Markentreue und Vertrauen haben, wenn diese Brand Experience an den verschiedenen Interaktionspunkten mit der Marke hochwertig ist und dann auch die Umsätze, also die Einnahmen, stark in die Höhe gehen. Wer nicht im transaktionalen Bereich unterwegs ist, es reicht auch schon ja, der Boost, den man in der Lead-Generierung, also in der Datenabgabe generieren kann. PwC hat 2018 eine Umfrage gemacht
wo herauskam, dass 63% der Befragten mehr Daten abgeben, also Formulare ausfüllen, an Umfragen teilnehmen, wenn sie auf dem Weg dorthin eine gute Experience hatten, also ein gutes Gefühl, Vertrauen in die Marke. Die Website ist leichtgängig bedienbar, der Datenschutz ist klar einsehbar. Also diese Experience sorgt dafür, dass sie näher und engeren Kontakt zur Zielgruppe aufbauen. Im E-Commerce wird viel getestet. Da ist es sehr eindeutig, dass wenn die Usability und die Experience in ihrem Shop, in ihrem Portal, und das gilt tatsächlich nicht in der komplett selben Faktor, aber auch im B2B-Bereich, wenn das gut funktioniert, werden deutlich größere Warenkörbe abgesendet. Kann man dann auch mit AB-Testing auf der Plattform sich schnell nähern, indem man kleine Details verändert und dann merkt, die Transaktionen gehen in die Höhe oder die Abbruchrate ist geringer. Um dorthin zu kommen, heißt es am Anfang schon, User Experience Designer, Brand Experience Experten mit im Team zu haben. Klar, das steigert vielleicht erstmal die Projektkosten, wenn Sie bisher eher IT oder ja, entwicklungsgetrieben unterwegs waren. Forrester hat nochmal belegt, dass jeder Euro, der in UX investiert wird, hinten raus mit dem Faktor 100 den Return auch steigert, weil eben mehr Leads und Sales generiert wird. Auch das muss man natürlich je nach Geschäftsmodell und je nach Touchpoint nochmal reflektieren, aber einfach mal so als Hausnummer. Dieses Brandportal, was ich vorhin gezeigt habe, am Beispiel Cutfilm, ist was, was schon im kleineren Mittelstand durchaus einen Hebel hat, im Konzern, und wer international unterwegs ist, natürlich noch um ein Vielfaches. Wenn Sie sich mal überlegen, gerade auch bei uns im Konzern, PowerPoint ist so die Währung, wie oft und wie lange ein Mitarbeiter nach der letzten PowerPoint-Vorlage sucht, ein passendes Icon, ein passendes Bild, das mal Stunden. Also, ne, also mal den Kosten des Mitarbeiters hochgerechnet, nach Assets zu suchen, PowerPoints, InDesign-Dokumente zu überarbeiten, weil es eben nicht markenkonform war. Das ist so die eine Seite der Medaille, aber vor allen Dingen, wie vorhin schon angesprochen, die Entwicklungsprojekte. Wenn Sie adaptiv und modular aufbereitete Assets haben und dann eben beispielsweise ein barrierefreies UI-Element für den nächsten Touchpoint einfach wiederverwenden können, sparen Sie dort einfach 40 bis 70% der Entwicklungs- und Designkosten. Also da ist der Hebel, der Return, extrem hoch. Und alles, wir haben gesagt, testen, testen, testen. Alles, was Sie sehr früh vertesten, also einen Fehler oder eine Optimierung schon im Konzept- und Designstand erkennen, verursacht auf die Strecke gesehen 100 mal weniger Entwicklungskosten, weil es eben schon in dem frühen Gewerk berücksichtigt ist und man es nicht im Frontend erst nochmal korrigieren muss, geschweige denn in der Integration, im Rollout mit all den Prozess wie Test und ja, das Ausrollen auf der Mandanten. Also hier viele gute Gründe, warum es sich lohnt, UX mit reinzunehmen, einmal für die Marke selbst, aber auch auf monetärer Basis. Und damit wären wir in der Herleitung durch. Genau, wir wären jetzt bei Ihren Fragen. Also Sie haben natürlich die Möglichkeit, weiterhin Fragen zu stellen. Nutzen Sie die Chance mit Thomas Schmalenberger und Katrin Friedrich über das Thema des heutigen Online-Seminars noch zu reden. Vielleicht auch so ein bisschen nochmal zur Kategorisierung, was wir heute gemacht haben. Und vielleicht hilft es Ihnen auch nochmal, Ihre Fragen entsprechend, ja, so ein bisschen auch zu fokussieren, beziehungsweise so ein bisschen einzuordnen. Also wir können gerne noch ein bisschen über die finanziellen und organisatorischen Details bei der Etablierung von Brand Experience reden. Darüber haben wir heute gesprochen. Wir können uns nochmal, das hat der Thomas sehr schön gemacht, aber können wir auch nochmal tiefer reingehen, Details zu den Kundenbeispielen, nochmal stärker dort etwas zeigen oder auch Einblicke, wie ein Designsystem entsteht und überhaupt weiterentwickelt wird. Ja, und natürlich auch nochmal Fragen, gerne auch zur methodischen Herangehensweise, und dementsprechend freuen wir uns über Ihre Fragen. Eine haben wir schon reinbekommen. Thomas und Katrin, da geht es darum, ja, welche Tools nutzen Sie eigentlich dafür, also im Bereich Design, also ja, im Bereich dann Brand Experience Entwicklung, Workshops, Methoden und natürlich aber auch ja dann wirklich Umsetzung. Soll ich methodisch anfangen, Katrin? Erzähl du erstmal aus deinen Projekten, dann Genau, kann ich noch also ergänzen.
Wenn es jetzt um Tools geht, da würde ich jetzt im Projekt natürlich auch vorne anfangen. Wenn wir über die ersten Workshops sprechen, dann haben wir jetzt mit der Corona-Situation natürlich das Problem, dass wir nicht mehr miteinander vor Ort zusammenkommen können. Der persönliche Austausch ist für solche Themen eigentlich immens wichtig, um die Zwischentöne spüren zu können. Wir haben da so ein Toolset jetzt etabliert, das funktioniert auch sehr gut, mit bisschen Nachteilen, aber so Miro zum Beispiel ist so ein Workshop-Tool, was sich bei uns etabliert hat, mit dem wir einfach digitale Remote-Workshops durchführen, um den Anfang zu finden in so einem Projekt. Wenn das im Projekt dann selber ist, dann sind die Klassiker eigentlich auch in der Corona-Zeit nach wie vor up to date. Confluence, um kollaborativ zu arbeiten, Jira, um Anforderungsmanagement zu betreiben, auch in Bezug auf Markenassets. Wir setzen im Projekt selber, immer abhängig vom Kundenbedarf, ein Toolset an, Sketch, UX-Pin, Frontify, Storybook. Das sind so Tools, die wir in der Kreation einsetzen, um die Markendefinition zu etablieren und zu dokumentieren. Und Katrin, ich weiß nicht, ob du noch was zum Thema Style Guide dann sagen kannst, was hinten Genau, raus. also ergänzend, es kommt wirklich darauf an, wie weit ist die Marke schon? Also hat man schon ein fertiges Designsystem und der Fokus liegt auf Prototyping, auf sehr realen Prototypen, wo man vielleicht auch mal gerade, wie wir es vorhin gesehen haben, eine Formularstrecke simulieren will. Dann gibt es Tools, die da einfach näher am Code sind, diese Prototypen schon sehr real machen. Und zum Thema Designsystem und Style Guide, viele dieser Tools ermöglichen so eine One-Click-Lösung, also dass so ein Style Guide exportiert wird. Da hat man dann zumindest schon mal die Basics der Spezifikation. Wenn es wirklich ein sehr großes Designsystem ist, macht es Sinn, Richtung Brandportal nochmal mehr Fokus auf so ja, Content-Management-Funktionen zu legen. Also wie nur ein Designsystem mit 80 Komponenten und 300 Assets muss ich schon mal anders in der Nutzerführung aufbauen, wie so eine schlanke Pattern-Sammlung mit 30 Komponenten, die auch eher für die Frontend-Entwickler gedacht ist. Da würden wir uns nochmal ihre Zielgruppen angucken und dann auch von, also es ist meistens so ein Prozess von dem schlanken Online-Style-Guide bis hin zum Brandportal. Sehr gut. Weitere Frage: Wie stellen Sie sicher, dass die Umsetzung auch aus einem Brand Guide in den Abteilungen auch richtig ist? Kontrolle durch eine zentrale Stelle? Da Guter sind wir dann Punkt. auch so ein bisschen bei Rollen. Also das Mindeste, was Sie machen sollten, ist, jedes Ihrer Produkte gegen die Spezifikation zu testen. Entweder gegen die Spezifikation des Designsystems oder wenn das Designsystem, also ich mache mal ein Beispiel, häufig sind in Designsystemen, ist eine normale Tabelle vorgegeben. Für eine Fachapplikation muss ich diese Tabelle aber deutlich komplexer weiterführen. Und auch das muss ein Designer natürlich irgendwo dokumentieren in diesem Style Guide. Und dann ist es klassisch Testen der Frontend-Umsetzung gegen die Spezifikation. Bei Mehrmarkenprodukten und verteilten Dienstleistern kommt dann auch so die Rolle des ja, Head of Design System oder der UX, also Head of Style Guide oder UX-Architekt. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen zu, der das dann eben im Blick hält. Bei ganz großen Kunden reden wir auch über Testautomatisierung, wo sogenannte QA-Tags in die Komponenten integriert werden und wo man genau weiß, wenn der Test läuft, muss der Header die ID 312 zurückwerfen und wenn da immer noch 310 steht, wissen wir, dass dieses Produkt noch den Header nutzt, der eigentlich schon seit einem halben Jahr nicht mehr geduldet wird. Also müssen wir Okay. gucken, Reifegrad und Budget. Ich würde gerne noch einen Punkt noch anmerken, Gerne. zum Thema iterative Weiterentwicklung. Die Frage ist ja, warum sollte denn eine Abteilung von der zentralen Brand Guide abweichen? Das müsste ja bedeuten, dass der Anwendungsfall es erfordert, dass man von dem definierten Stand abweichen muss. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Tool, in dem Sie Ihre Assets definieren oder dokumentieren, irgendeinen Feedback-Kanal gibt. Wenn Sie das schaffen, wenn Sie die Option geben, dass eine IT-Abteilung sagen kann, das habt ihr euch jetzt gut überlegt, aber in unserem Fall brauchen wir jetzt dies, das oder jenes, dann kann an der Stelle das Asset entsprechend auch aufbereitet werden, damit es den spezifischen Neuanwendungsfall auch bedienen kann. Das ist wichtig, diesen Feedback-Kanal anzubieten. Also Gründe, warum ich Und von das dem Brand Mindeste. abweiche, glaube ich, gibt es ja genügend, ne? Also einfach, dass ich zu faul Genau. bin, das alles entsprechend neu umzusetzen, bis hin zu, dass ich mich da, dass ich es eigentlich auch doof finde, den neuen Klar. Brand, ne? Also da gibt's ja immer die gallischen Dörfer, die sich dann entsprechend wehren und mit dem alten Ding weitermachen wollen.
Aber das Mindeste ist tatsächlich der Feedback-Kanal, ob es jetzt eine Kommentarfunktion ist oder einfach nur ein E-Mail-Feld. Aber es geht wirklich auch bis zu solchen Punkten, dass ein Designer seine eigenen Sketch-Designs einreichen kann oder ein Entwickler in einem Git-Repository seine Komponente pushen kann und sagen, bitte review die und nehmt die in eure Best-Practice-Sammlung auf. Also auch bis dahin Okay. kann man das Ganze treiben. Wir haben noch eine weitere Frage, nämlich wie sind denn die Projektteams bei T-Systems, bei der T-Systems aufgebaut, um möglichst effizient Ergebnisse zu erzielen? Sind User Experience und Kommunikation immer von Anfang an in einem Team organisiert? Oh, da sind jetzt zwei Teilfragen drin. Staffing von Projektteams, das würde ich machen, Katrin. Also die Projektteams bei der T-Systems finden sich immer auf Basis des Kundenbedarfs zusammen, nach agilem Mindset. Das heißt, wir sichten die entweder durch Ausschreibung vorliegenden zentralen Anforderungen oder stimmen mit ihnen erstmal ab, was sie eigentlich vorhaben. Und dann gehen die Teams selbst organisiert in das Staffing des jeweiligen Projektteams. Das heißt, die zweite Frage, sind UX und Kommunikation immer von Anfang an in einem Team organisiert? Das muss man verneinen. Aber natürlich versuchen wir schon, ihnen, wenn wir den Bedarf zum Thema Brand Experience, User Experience, Kommunikation sehen, wenn wir sehen, dass sie da ein bisschen Nachholbedarf haben, dann versuchen wir ihnen das natürlich entsprechend auch zu empfehlen und haben dann auch die Experten mit an Bord. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Teams finden sich immer nach Kundenbedarf zusammen, wenn wir den Bedarf für das Thema UX-Kommunikation erkennen, sei es im gemeinsamen Kontakt oder ohne ihren Kontakt, dann sind die auch mit dabei. Und also vielleicht noch ergänzend, gerade in großen Projekten, wenn auch gerade eine große Customer Experience Plattform gebaut wird oder mehrere digitale Produkte, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, einen UX-Architekten oder UX-Consultant auf Augenhöhe mit dem Software-Architekten an die Seite des Product Owners zu stellen, die eben das ganzheitlich im Blick haben und dann die einzelnen Gewerke oder ja, Fachlichkeiten bespielen. So ist das zum Beispiel bei dem Kundenbeispiel SBK. Also da gibt es einen Product Owner, das bin ich, und dann gibt es einen IT-Architekten und einen Frontend-UX-Architekten. Okay. Ja, vielen Dank. Da sind wir ja auch schon bei dem Thema Rollen. Ja, vielleicht gehen wir schon mal auch in das Abschlusslayout und reden noch mal kurz über dieses Thema zum Abschluss, ne? Hier noch mal ganz kurz. Können Sie sich unter der Katrin entsprechend das White Paper runterladen und auch genau, danke. Und auch die Präsentation danach haben Sie auch schon gefragt. Und geben Sie uns ein Feedback, wie es Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns, geben Sie uns Anregungen, was wir besser machen können, was wir gut gemacht haben, etc. pp. Das hilft uns immer entsprechend weiter, weil wir das dann auch auswerten. So, Rollen, Katrin und Thomas, habt ihr jetzt ja schon ein bisschen definiert. Kann man da noch was ergänzen? Also, welche Rollen braucht man zentral in einem Projekt, wenn man das Thema angehen will? Auch gerade auf Kundenseite. Nicht nur auf der T-Systems-Seite. Auf Kundenseite schadet nie, jetzt aus Sicht der Projektleitung, einen starken Product Owner zu haben. Also einen Product Owner, der das zu entwickelnde, die zu entwickelnde Marke, das weiterzuentwickelnde Tool, die dahinterliegenden Zielgruppen verinnerlicht hat, die Verantwortung und Handlungsfähigkeit aus Unternehmenssicht mitbringt, der auch eine Budgetverantwortung hat und einfach ad hoc in Terminen auch Entscheidungen treffen kann. Das hilft immer. Das ist die wichtigste Rolle in meinen Augen. Zentraler, Katrin. handlungsfähiger Product Owner. Sorry. Okay, Katrin. Was wir heute mehrfach angesprochen haben, ist dranbleiben und testen. Das heißt, ob es jetzt eine eigene Rolle ist oder jemand, der das mitmacht, ist das Thema Research, sowohl Nutzerbefragung, Usability-Testing, aber vielleicht Auswertung von Tracking-Daten von Ihrem Google Analytics und daran Aufsetzen von Hypothesen für die kontinuierliche Weiterentwicklung. Das ist was schon wichtig ist, aber immer wichtiger wird, wenn wir diese kurzen Release-Zyklen auch sinnvoll bespielen wollen. Katrin, lieber Thomas, liebe Katrin, vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast wart. Wir sind pünktlich in der Zeit, das ist ja auch toll, und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir das alles geschafft haben und dass Sie heute zu Gast waren. Ich möchte noch ganz kurz auf das nächste Online-Seminar bereits in der nächsten Woche am 13.11. hinweisen, wieder von 10 bis 11 Uhr. Da werden wir uns mit dem spannenden Thema befassen, KI meets Customer Experience. Sie werden dort Trends bekommen, Potenziale und wie man strategisch vorgehen sollte, wenn man KI quasi in die Customer Experience integriert. Das nächste Mal genau hier in diesem Channel. Und bis dahin wünsche ich Ihnen ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Bleiben Sie gesund und dann hoffe ich, dass wir uns dann auch wiedersehen. Bis bald!